Verkaufs auf einer Sonntag beim Fliesen-Outlet in Rehlingen. Er hat gesagt, nimm mal die Fliese in die Hand, habe ich gesagt. Und da hat er gesagt, so eine kleine, auf Saarländisch, das ist wirklich eine kleine Fliese, die ihr habt. Ihr habt ein Riesenparadies für Fliesen. Hier kann der Endkunde kaufen, aber auch der Gewerbekunde. Machen ja viele Hausmeister, muss man sagen. Viele Handwerker sind bei euch Gast. Kann ich hier alles kriegen eigentlich? Vielleicht stelle ich dich mal kurz vor. Du bist jetzt der neue Chef? Ja, genau. Mein Name ist Marc Richter vom Fliesen-Outlet in Rehlingen. Und ja, wir verkaufen an alle Privatkunden, Handwerker, andere Großhändler und an Baumarktketten. Ja, der sieht so ähnlich aus wie du. Ihr seid verwandt, verschwägert? Nein, das ist mein Ableger. Das ist dein Sohn? Das ist mein Sohn, ja. Ja, du hast das wie lange jetzt gemacht? Ewigkeiten. Also wir sind jetzt schon 18 Jahre hier und ich bin schon 40 Jahre selbstständig. Du bist Rentner jetzt? Ich bin jetzt Rentner. Das gibt's doch nicht echt. Ja, doch. Machst du die ganze Zeit? Oh, ich gehe ab und zu helfen. Helfen? Also helfen. Angeln auch ab und zu? Ja, angeln gehe ich auch. Garten mache ich ein bisschen was und so. Aber auch ab und zu Fliese verkaufe. Ist das wie alt bist du? 30? Ja, 34. 34. So, zeigen wir mal gerade. Ja, wenn du mal gerade so lieb bist, die mal zurücklegst. Wir zeigen mal gerade, das ist eine Wandfliese. Concord White. Erste Wahl. Habt ihr überhaupt irgendwas anderes wie erste Wahl? Nee, wir haben eigentlich nur erste Wahl, ne? Aber es gibt eigentlich zweite Wahl, aber das ist uninteressant, vom Preis her sowieso nicht. Und dann deshalb haben wir nur erste Wahl und alles in entweder in rektifiziert oder normal. Also ja, man sieht hier. Ist das hier so ein Hotseller bei euch, hier, die Bodenfliese hier? Ja. 1,20 m x 1,20 m. Genau, ja. Das ist jetzt eine anpolierte Fliese, also die ist teilpoliert. Die ist schick? Ja. Ist die rutschfest? Nee. Du bist mir jetzt ehrlich. Ja, alles, was poliert oder anpoliert ist, hat keine Rutschhemmung. Also nichts fürs Bad oder so? Ja. Nee. Ja, fürs Bad schon, aber nicht für den Duschbereich. Im Duschbereich. Da vorne sind so Großformatfliesen. Wenn du dich mal gerade daneben stellst, bitte, dass wir das mal sehen. Dein Vater ist ja ein bisschen größer wie du. Hast gehört, war mal über 1,80. Und du? Ja. Du bist über 1,80, ja? Ja. So, die ist ziemlich groß. Wie hoch ist sie? 2,80 Meter. 2,80 Meter. Ja, und 1,20 Meter breit. Ja, viele kaufen ja viele Fliesen, zersägen die auch. Die kann er super anpassen. Das muss man können, aber viele können das, oder? Genau, ja. Also etliche Handwerker haben sich darauf spezialisiert und die verlegen das halt, dass man halt in der Dusche keine Fugen mehr hat. Das ist sehr schick. Also das Endergebnis, wenn man das kann, kann man tolle Sachen mitmachen. Sag mal hier, das ist hier wahrscheinlich das 10er-Pack, die 629 Euro, oder? Ja, natürlich. Das 10er-Pack 20 mal 20 Zentimeter. Nein, das Stück kostet 629 inklusive der deutschen Wehrmachtsteuer und in der Kiste verpackt. Und so, jetzt mal ohne Witz, wenn ich 10 Stück kaufe, zahle ich hier 6.000 und das ist günstig, oder? Ja, ich finde, das ist günstig, weil du musst sie ja dann noch verlegen. Das kostet wahrscheinlich nochmal genauso viel. Gibt es im Moment Handwerker? Ihr habt viele Handwerker, die ihr empfehlen könnt, oder? Ja, wir haben ein paar Flieseleger, die sich darauf spezialisiert haben und die machen das halt. Und das kostet schon entsprechend Geld. Also muss immer der Handwerker entscheiden. Ne? Ja, so ist das, ja. Letztendlich kommen ja viele Kunden her, teilweise auch mit dem Partner, wählen hier aus. Der Handwerker schickt die dann hier hin. Viele kommen auch selber. Man kann auch selber hier abholen, ne? Ja, selbstverständlich. Ja. Ihr liefert auch? Ja, mit einer Spedition liefern wir auch aus. Und wenn da jetzt mal so eine Fliese kaputt geht bei der Lieferung, das ist euer Problem, bis sie angeliefert ist oder das Problem des Kunden? Das Problem des, der Spedition. Der Spedition. Ist das oft? Die sind gut verpackt, wenn die kommen? Nee, ja. Also die sind gut verpackt und man hat immer mal Bruch, das ist gar kein Thema, aber das können wir dann auch vom Werk reklamiert, also können wir ersetzt. Was ist denn so die meistverkaufte Bodenfliese, die ihr im Moment habt? Ja. Ist es hier eine? Hier die graue? Nee, das ist hier so eine Calacatta-Sorte. Echt? Ja. Quatsch. Ja. Das sieht aus wie Marmor. Genau. Was ist denn das? Das ist eine Naturstein-Imitation. Aus Italien? Ja. Nee, die ist aus Spanien. Aus Spanien. Ihr habt viel aus Spanien in letzter Zeit, gell? Ja, sehr viel aus Spanien, weil die preislich noch was günstiger sind wie die Italiener. Mhm. Das Gas ist wahrscheinlich nicht ganz so teuer wie in Italien. Ne? Und wir machen halt sehr viel Spanier, weil die vom Design inzwischen genauso im Bodenbereich genauso gut sind wie die Italiener. Im Wandbereich sind sie eh besser. Ja, seit der Krise sind die Preise stark gefallen, oder? Ja, sehr, sehr stark, aber nach oben. Ist das stark nach oben gegangen? Ja, sehr stark. Wie viel? Also von der Preiserhöhung, das war eigentlich noch
relativ, das ging eigentlich noch um 1-2 Euro. Aber dann kam der Gaszuschlag und der war bei verschiedenen Werken von Monat zu Monat weiter. Und das Dollste, was wir hatten, war bei einem 7,99 Euro pro Quadratmeter Zuschlag. Das war der teuerste. 8 Euro? Ja, 8 Euro dazu. Das ist ja krass, wie willst du überhaupt noch kalkulieren? Das heißt, das Angebot ist heute gültig, oder wie? Ja, genau, das ging auch nicht. Und deshalb hat unser Hauptlieferant hat auch umgeschwenkt, hat den Energiezuschlag entfernt und hat uns einfach die Preise erhöht. Mhm. Aber halt zum Glück nicht um das, was der Energiezuschlag vorher war. So, jetzt haben wir mal gerade, also das sind jetzt Bodenfliesen. Es geht nach wie vor, das ist natürlich die Betonoptik schwer am Trend, oder? Ja, die Grau ist immer im Trend, Anthrazit. 30, 60 verkaufen wir immer weniger, weil die Werke da den Preis jetzt auch angezogen haben auf die 60, 60er. Also die sind, kosten beide gleich. Und 60,20 Meter verkaufen wir momentan am meisten. Die hier? Ja. So ein Preis von der, was kostet eine? 36,95 Quadratmeter. Sehr stark. So, also wenn ich keine Fliesen legen will, kann ich mir die auch in die Küche reinlegen als Schneidunterlage. Die sind sehr, sehr schnittfest, oder? Genau. Und ja. Die ändern die Farbe gar nicht. Nee, absolut nicht. Die Fliese hat ja eine Glasur, da zieht kein Öl, kein Fett in, also verfärbt sich auch nicht. Das gab es früher nicht, da war ja viel so Beton war ja im Einsatz und wenn da die Glasur weg ist, da konntest du es vergessen, oder? Ja. Also ich habe damals so Betonplatten gehabt, im Garten zum Beispiel. Ja. Ah ja, das ist ja, also Beton und Naturstein sind ja offenporige und die, das zieht immer alles ein. Das sind wie Pflastersteine draußen. Mhm. Je öfter man mit dem Hochdruckreiniger drüber geht, desto größer werden die Poren und desto dreckiger werden sie. So, jetzt ist ja hier unglaublich teuer alles geworden. Ihr heizt noch mit Holz, ja? Ja. Ich glaube, es ist nämlich erlaubt, wenn die einzige Heizung eine Holzheizung ist, dann darf man das noch, ja. Das ist so irgendwie. Die Beratung, ist die kostenfrei bei euch, wenn ich hierher komme und wirklich gar keine Ahnung habe und sage, ich will da irgendwas haben? Habt ihr die Fälle, oder? Selbstverständlich, ja. Wir haben viele Leute, vor allem jetzt in der Krise, die die Fliesen selbst verlegen. Und dann geben wir halt auch Tipps und Ratschläge, wie das funktioniert und was sie alles brauchen. Tipp wäre zum Beispiel, guck in YouTube. Ja, nee, so gibt halt grundlegende Sache, die man schon wissen muss. Bevor Beispiel, was muss man wissen? Grundierung wäre nicht verkehrt. Was Grundierung, sag mal, wo ist die? Die muss im Warmen gelagert werden. Im Warmen, sag kaputt mal, legen. Ist sie da? Ja, ja. Komm, wir gucken mal nach. Kannst du die Jacke ausziehen? Kann ich die Jacke ausziehen? Ja. Die Grundierung, ist das Bauchemie unter dem, oh ja, hier ist schön warm. Hier sind Bullerian. Wollte ich eigentlich nicht sein. Ist nicht schlimm. Das ist er. Das ist die Grundierung, genau. Das ist die Grundierung. Viele machen, ich sag mal, da echt Fehler, muss man sagen. Das heißt, die kaufen zum Beispiel auch Chemie, die nicht gut ist. Ihr habt absolute Top-Chemie. Also man kann ja ruhig sagen, Schomburg sind nicht die billigsten. Ja, nee, ist halt ein Familienunternehmen in Deutschland, in Detmold. Und die produzieren halt wirklich sehr gute Sachen, haben auch immer wieder innovativ gute Sachen. Und das Grundlegende ist, man soll halt im System arbeiten. Also von der Grundierung über den Kleber, über die Fugen, über das Fugenmittel. Also von der gleichen Firma. Genau. Das ist ja so, die Chemie ist aufeinander abgestimmt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Die reagieren dann auch nicht miteinander, oder? Genau. Ja. Das ist so das große Thema. Das ist auch beim Sack Kleber, soll man das so machen, wie es draufsteht, weil es ein chemisches Produkt ist. Wenn man mehr Wasser oder weniger dazu gibt, dann stimmt das halt nicht mehr das Verhältnis. Gibt es Fugen, die auch entsprechend elastisch bleiben? Oder dauerelastische Fugen? Gibt es das auch? Ja, es gibt halt flexible Fugen wie der Kleber und halt eine starre Fuge. Das gibt's beides. Habt ihr beides da? Okay. Nur die flexible Fuge. Die flexible Fuge. Ja, genau. Was hat das einen Vorteil, wenn die flexibel ist? Die bewegt reißt sich nicht auf? Halt mit, genau. Ja, also bis zu einem gewissen Grad. So, mal schnell raus. Das dürfen wir alles nicht hier zeigen, denn da hat er nämlich gesagt, ist aber nicht so schlimm. Es geht ja darum, macht das Ganze schon ewig. Ihr habt gute Preise, weil ihr Direktvertrieb macht, oder? Das heißt, ihr habt keinen Zwischenhandel. Genau, wir fahren selbst in die Werke nach Spanien und Italien und begutachten halt die Werke und dann verkaufen wir oder vertreten die sogar hier im Bereich vom Saarland. Das lese ich ganz oft, rectificado, was heißt das? Rectifiziert, also geschnitten. Zuerst wird die Fliese bei der Produktion gepresst und dann auf allen vier Seiten geschnitten. Das nennt man dann rectifiziert. Es gibt nicht rectifizierte Fliesen? Ja. Gibt's auch? Ja, die sind dann nur gepresst und nicht mehr geschnitten. Das ist beim Verlegen von Bodenfliesen einfacher.
Einfacher. Wenn einer selber macht, weil diese rektifizierte Fliesen, die müssen genau liegen, der Boden muss ganz gerade sein, sonst hast du nachher diese Stufen. Weißt du? Man kann hier viel gucken, wie viel Zeit soll man denn mitnehmen hier bei euch, weil ich zeige mal gerade da hinten, da geht es ungefähr einen Kilometer durch. Das ist noch nicht alles, oder? Nee, das kommt darauf an, wie schnell man sich entscheiden kann oder ob man weiß, was man will, desto schneller geht's. So, ich zeig mal, da vorne habt ihr lauter Wände. Wenn man hier so rumgeht, viele holen sich jetzt erstmal einen Eindruck, was es alles so gibt. Jetzt kann man sich ja das mit nur einer Fliese ja immer schlecht vorstellen. Habt ihr auch so Bilder, wie es später aussieht? Ja, entweder im Katalog oder auf der Homepage von dem Hersteller haben wir auch verschiedene Bilder. Das ist kein Problem. So, was hier für eine Abteilung? Das ist auch wieder Lapato, 1,20 x 1,20 m. Gibt es auch in verschiedenen Formaten. Was ist Lapato? Teilpoliert. Teilpoliert? Ja. Lapato, okay. Und das hier auch teilpoliert? Nee. So, das ist matt. Das sind Sonderposten, 29,95 der Quadratmeter. Das heißt, die Platte kostet roundabout 50 Euro. 29,95. Achso, ist ein Quadratmeter. Ja. Es hat einen Meter, echt? Ja, das ist ein Industriebelag, ganz toll. Oh, ich glaube, ich habe einen Knick in der Optik. Ist das echt ein Quadratmeter? Ja, ja, Meter mal Meter. Ist ein Meter mal Meter selten, weil die meisten sind 1,20 Meter, oder? Ja, 90, 1,20 Meter. Ja. Das ist nichts für draußen, oder? Da muss nee. Nur für innen geeignet. Draußen, wie dick soll die sein draußen? Nee. Die ab 8 mm. Das geht ist kein Problem. Ja. Untergrund wichtig. Ja. Genau, der Untergrund und die Abdichtung und der Kleber. Das hat mir dein Vater schon erzählt, dass die Sachen, es gibt unglaublich viele Retro-Sachen, die immer mehr kommen. Was sehen wir denn hier? Was ist das hier? Oh, das ist noch vom alten Hersteller, den wir leider nicht mehr haben. Restposten. Ja. Jetzt leider. Das ist Feinsteinzeug gewesen in 4,8 mm für den Boden. Sieht gut aus. Ja, die waren auch sehr schön. Und das hier ist die große Bauchemie. Die darf kalt werden, oder? Genau, das ist kein Problem. Das ist Kleber, der wird dann mit Wasser angerührt und dann verarbeitet. So, da vorne habt ihr die Leisten, wie nennt man die? Ja, Abschlussleisten. Abschlussleisten. Da gibt es ganz viele verschiedene, wo er weiß, was ich brauche. Was jemandem gefällt hat. Es gibt ein normaler rechter Winkel. Das ist sowas. Das da? Okay. In glänzend und in geschliffen. Material, was ist das? Edelstahl? Edelstahl. Genau. Ja. Das gibt es dann auch noch in Aluminium. Okay. Dann gibt es ein Quattro-Profil. Aha. Auch in glänzend und geschliffen. Was kann das? Ja. Was ist der Unterschied? Da kommt die rein, die Fliese. Nee, nicht rein. Immer ein Stück weg, weil zwischen Fliese und Fuge, Fliese und Schiene wird eine Fuge gemacht. Ah, okay, sehr. Das ist das. Dann, ich meine. Die neue? Die neue? Was ist das? Farben. Ja. Ah, farbig? Ja. Jede Menge. Rosé, Gold, Schwarz. Rosé, ja, also für alle Geschmäcker. Die Bodenleisten habt ihr auch vom Boden? Ja. Ja. Ich habe gesehen, wenn da mal ein Übergang oder sowas ist. Ja, all das ist gar nicht trivial. Empfehlt ihr den Leuten eigentlich mal zu üben an einem Stück? Irgendwo, dass man wieder entsprechend abreißen kann, vielleicht auf einer Platte oder so, dass man einfach mal so 1-2 Quadratmeter legt? Ja, am besten im Keller anfangen oder im Hauswirtschaftsraum, wenn man die Möglichkeit hat. Meine Frau bringt mich um, wenn da irgendwas falsch ist, aber irgendwo, wo man es nicht sieht. Das ist ja auch bei der Reinigung so, da ist ja immer was dabei, so ein Stoffmuster, das kennst du. Das soll man dann probieren an der Stelle, wo man es nicht sieht. Was ganz spannend ist da, guck mal hier, das hier sind, ich sag mal, spezielle Abstandshalter für den Garten oder was ist das? Genau, das sind Stelzlager für 2 cm Terrassenplatten. Die werden einfach nur unter die Fliesen gestellt. Ja, verkaufst du auf einer Sonntag von wann bis wann? Von 12 bis 17 Uhr am 30. Oktober. So, jetzt hat meine Frau gesagt, die Platte hat ihr nicht gefallen, wir haben die linke Platte mitgenommen. Das hier sind auch immer Postengeschäfte, das heißt, das kann sein, dass du die nicht immer nachkriegst, oder? Ja, also im Normalfall kriege ich die alle nach, es kommt halt auf den Hersteller an. Die, momentan haben sie halt viele Serien, die sie immer wieder rausmachen, weil sie halt auch ihr Programm kürzen müssen. Also wenn sie irgendwas sehen, die Leute hier, dann müssen sie zumindest fragen, wie viel du noch da hast. Ja, und das ist ja ganz wichtig. Also ist zum Beispiel, das Grau hat meiner Frau gefallen, das Helle hat dir nicht so gut gefallen. Wenn du das jetzt hier siehst, da wirst du schon sehen, du kennst ja ungefähr die 60 Quadratmeter, da hast du keine 60 mehr, oder? Von welchen? Von jetzt? Dem Grauen da in der Mitte. Nee, leider nicht mehr. Aber die kann ich nachbestellen, das ist nach. Kein Problem. Nach. Dauert? Ja. Wenn sie vorrätig ist im Werk, 3 Wochen. 3 Wochen? Ja. Okay, dann werde ich nämlich gleich mal eine mitnehmen. Wir wollten die nebeneinander legen. Sie wollte es dunkel haben. Sie hat, glaube ich, schon, weil ich habe sie versucht, auf Beton zu ziehen. Aber das ist so. Man sollte, glaube ich, auch nicht gegen
gegen die Frau arbeiten, oder? Nee, gar nicht. Ist Happy Life, Happy... Happy Wife, Happy Life, genau. Bei uns sagt man immer, der Chef entscheidet. Das ist die Farbe, die ich zu Hause auf der Terrasse habe. Ah, der Chef entscheidet und das ist deine Frau, oder wie? Ja, ja, verstehe. Okay, also Auswahl ist schier unmöglich. Wenn ich Beratung haben möchte, am besten einen Termin machen bei dir? Ja, entweder vorbeikomme oder mittags machen wir auch immer gerne Termine. Können Sie einfach anrufen, dann machen wir einen Termin aus. Ist gar kein Problem. Das ist alles Feinscheinzeug? Ja, 2 Zentimeter. Und da ist, ist da jetzt jede Fliese anders? Oder? Ja, fast jede Fliese ist anders. Also, wie geht das? Dass da jeder anders ist, die müssen doch das wahrscheinlich draufdrucken, oder? Ja, ja, das sind große Platten, da bin ich rausgeschnitten. Die haben ganz viele verschiedene Muster? Ja, ja. Okay. Ich kann die nicht aneinander legen, die Muster, die ergeben keinen Gemeinsamkeit. Nein. Es ist immer ein Pfeil auf dieser Fliese. In diese Richtung muss ich legen, wo der Pfeil ist. Ja? Egal, wo ich anfange, in welche Richtung ich lege. Aber echt? Dann muss ich immer in die gleiche Richtung legen. Das Warum? Gibt das Bild. Das gibt nachher das Bild. Okay. Also, ich habe das so gemacht bei mir zu Hause. Fantastisch. Okay. Gut, du hast auch Ahnung von Fliesen. So, wir gehen noch einmal ganz kurz durch. Dakota, du hast die Bauleitung. So. Aber ist ja so, viele können sich ja gar nicht entscheiden, ja, die dann wirklich hier reinkommen, jahrelang dann irgendwie rumtüfteln und dann hat sich der Trend geändert. Ja, das ist halt, da steckt man nicht drin. Jeder muss halt sich irgendwann entscheiden, weil es gibt einfach zu viele schöne Sachen und man muss sich einfach irgendwann festlegen. Boah, habt ihr hier die CNC-Maschine mal laufen lassen? Ja, das war ein Kunde von uns, sehr netter Mann, der hat uns das kostenlos zur Verfügung gestellt. Wer war das? Vorname? Herbert. Der Herbert, also Herbert, hast du gut gemacht. Saarländer? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Es kommt ja jetzt nochmal die alte Sache von früher. Wir haben hier schon mal ein bisschen angefangen mit so Retro. Ne? Ah, geil. Also ja, das alte Zeug oben haben wir noch ein bisschen mehr gemacht. Ja, das aber ist neu alt, oder? Ja, ist neu alt. Ist neu alt. Das sieht also, das ist alles Geschmackssache. Boah, ist das krass schön. Wenn man das hier sieht, hier verlegt, man kann das ja auch hier so wie hier machen, dass man jetzt nur einen Riemen verlegt, oder? Genau, ja. Oder nur die Toilette absetzt und die Dusche und den Rest. Und so. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe ja Badmöbel bei dir gekauft. Die sind sensationell. Sind die noch im Programm? Ja. Das ist doch ganz gut. Sind ne? so schön. Ja, sind qualitativ sind die auch. Der Hammer. Ja. Also wirklich gut. Also ist jetzt kein Witz. Ich stand da, ich habe das ja ad hoc gekauft. Ja. Und dann ist ja der Trend. Warte mal, ich gucke mal, ob ich es überhaupt finde. Da fängt hier an. Da vorne links war es, glaube ich. Ja. Oder hast du schon verkauft? Das zweite. Das da war es hier. Aber nicht in Holz, ich habe es in Weiß, glaube ich. Ja. Und das ist sensationell. Genau das Waschbecken habe ich. Ja. Das Einzige, was ich schon gekauft habe im Internet, ist so ein Saugnapf, dass du das Teil rauskriegst hier. Ja. Weil das hier, das war ein bisschen schwierig raus. Und da habe ich noch einen Saugnapf gekauft, da kannst du es rausziehen zum Reinigen. Ja. Aber das ist richtig krass. Ja. Wenn du siehst hier die Preise und denkst so, naja, das kann ja nicht viel kosten, ich gehe mal zu Ikea, das kannst du nicht vergleichen. Also die Ikea-Sachen sind auch gut, aber hier hast du halt ein sensationelles Design und mal was ganz Außergewöhnliches. Also wir haben uns für das Werk entschieden, weil vorher hatte man 3 andere Lieferanten und das war halt viel billiger, aber es war halt auch alles noch ein paar Jahre kaputt und das wollte ich dann nicht mehr. Und das Werk, das produziert wirklich erst, wenn wir den Auftrag reingeben, dann dauert das halt 6 Wochen ungefähr. Aber die Qualität ist einfach super. Sogar den Spiegel gekauft, genau den. Ja. Der ist hintergrundbeleuchtet, hat alle geschrien, weil kein USB dran war. Da habe ich gemeint, wer braucht denn USB? ist das neu? Nein, sind wir noch nicht dazu gekommen. Wir wollten das noch machen, aber es gibt so viele neue Sachen. Wir haben die alle bestellt, jetzt als wir in Spanien waren. Und jetzt trödeln die so nach und nach in und dann ändern wir das. Ihr wart in Spanien? Ja, vor 4 Wochen oder was. Firmenreise oder wie? Ja, natürlich, wir waren gucken. Du warst nie am Strand, sondern hast dich mal hingelegt? Ich habe keine Zeit gehabt. Das Einzige, was ich mal gegönnt habe, war Essen und Trinken, war echt abends. Aber sonst haben wir den ganzen Tag gearbeitet hier. Das meint jeder, du bist da in Urlaub, aber... Nee, du kannst ruhig sagen, ich bin da nicht vom Finanzamt, deswegen... Also ihr wart da wirklich, also ihr habt viele in Italien, in Spanien, die haben es ja drauf, muss man sagen, die Italiener, die Spanier aber auch. Ja, ich glaube, oft verkannt, oder? Ja. Was ist das hier? Das ist ein Verblender, Feinscheinzeugverblender für außen. Krass, das heißt, ich muss das gar nicht mehr können. Nee. Es sieht, wenn es verlegt ist, täuschend echt aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil ist ja alles ein Druck, die Fliese, und das wird ja original vom Originalstein abfotografiert. Komm hier, das Zeug hier habe ich erst vor kurzem zum Sperrmüll auf die Straße gestellt und jetzt steht es schon wieder hier nach 20 Jahren, so wie es da ist. Das Retro ist voll im Kommen, oder? Ja. Das hier ist ja auch geil.
Also die Farbkombination, wenn du das einmal zählen würdest, das Rosa wieder gibt, oder? Ja, ja, das wird keiner glauben. Heute Morgen hat noch eine Kundin zu mir gesagt, ey, das ist ja krass, aber wenn es irgendwo passt dazu, sieht es bestimmt gut aus. Genau so ist es. Ja. Ja, das ist ja nicht schlimm, wenn es rosa ist. Also viele haben ja ganz große Aggressionen gegen Braun, Grün und Rosa. Das ist, ja. Aber es ist witzig, die Farben kommen immer wieder, oder? Ja, irgendwann mal. Das haben wir hier jetzt neu gemacht, siehst du diese. Was denn, die da? Das Retro da dazwischen. Und hier die Kabine, das sind Sachen, die wir jetzt am Lager haben. Also das sind solche Dekore, sind Wandfliesen. Ne? Gibt es immer eine Uni dabei. Also so, hier, ja. Ja, diese okay. Sachen hier, haben wir auch die Paletten am Lager. Ne? Und jede Menge. In Braun finde ich die total klasse. Aber auch hier sich am besten mal vom Designer, wenn man keine Ahnung hat vom Design, kann man auch viel falsch machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ja. Dass man irgendwie Krebs kriegt in den Augen danach, oder? Ja, ja. Das ist, ja, es ist krass, was ihr alles habt. Das heißt, ich traue mich ja nie hier reinzukommen, weil ich mich nie entscheiden kann, irgendwas zu nehmen. Wenn man Fotos hat und irgendwas cool findet im Internet, kann man das mitbringen bei euch? Ja. Selbstverständlich. Das hilft, oder? Ja. Machen viele? Ja, machen viele. Machen viele und dann gucken wir und sowas Ähnliches haben wir ja meistens. Ja. Also das hier hat jetzt... Hat der Marc jetzt neu gemacht, da sind wir dran. Das ist auch was neu ist, was ruhig in der Farbe ist und so. Hast du es gelegt, Marc? Ja. Selbstverständlich. Bist du Fliesenleger? Nee, hobbymäßig. Also gut gemacht, finde ich, oder? Ja, man sollte nie einen Strahler von oben nach unten direkt drauf machen, oder? Das nee, ist, das ist fatal. Was ist das hier? Erklär mal, das Material. Das Feinsteinzeug, 60x120. Das hat so ein Relief, das sieht ziemlich cool aus. Genau. Ist bestimmt leicht zu reinigen, oder? Ja, ganz leicht. Also nichts für den Duschbereich, wo der ganze Kalk immer ist. So, und das hier ist so eine Schneidemaschine. Die kann ich mal ausleihen bei euch? Nee. Nee. Ja, es gibt ja genug, die verleihen. Aber ich sag mal, eure Spezialität ist ja Ware, ganz klar. Dann Bauchemie, großes Thema. Ja, genau. Zubehör. Und alles an Zubehör. Habt ihr Kunden, die zweimal bei euch gekauft haben eigentlich? Ja, manchmal frage ich die Kunden, ihr seid ja schon wieder da. Also wir haben schon sehr viele. Eben der Walter, wo da war, der hat sein ganzes Haus mit unseren Fliesen gemacht. Oh, das tut mir leid. Ist ja so, die Leute, die wechseln ja viel ab, aber ihr habt echt viele Stammkunden, muss man sagen. Also nicht nur Handwerker, die kommen ja immer wieder, aber auch viele Stammkunden. Ja. Also, ihr seid auch so, wie ihr jetzt seid. Also ja, das, nee, nicht anders. Nee, genau so. Ja, und mein Sohn ist Gott sei Dank auch so. Oh, manchmal ein bisschen jünger. So, wir sind im Fliesen-Outlet in Rehlingen. Ihr habt einen Radiospot, wie geht der? Da musst du hin. Da musst du hin, den kennt doch jeder, oder? Ja, wäre schön, wenn es jeder kennen wird. Aber viele kennen das. Und das Ganze ist in Rehlingen. Rehlingen liegt übrigens im Saarland. Die Postleitzahl von Rehlingen? 66780. Viele kommen von weit her. Ja, wir haben auch viele Kunden aus Saarbrücken. Nee, von weit her. Ach so, ja, Luxemburg haben wir auch viele Kunden. Nee, weit her. Was ist das Weiteste? Das Weiteste war oben am Polarkreis, hatte ich einen. Der hat die Ware nach Bremen geschifft, aber so ein Spediteur. Ja. Und dann hat er so hoch an den Polarkreis. Das war der Äußerste. Fliesen sind ja eine lokale Sache wegen den Transportkosten, glaube ich auch. Ja. Das heißt also ungefähr hier die Palette, was mag die wiegen hier, eine Tonne? Eine Tonne, ja. 1,2 Tonnen. Heißt auch Transportkosten, Diesel, AdBlue, alles wird teurer? Ja. Das merkst du nicht, oder? Ja. Also es geht. Von Spanien hierher ist okay, aber hier deutschlandweit ist schon... Da haben die wahrscheinlich AdBlue ausgeschaltet in Spanien. Da muss man mal gucken. Ja, wenn ihr mal vorbeikommen wollt, also scheut keinen Weg nach Rehlingen. Ich kenne euch ja schon ein paar Jahre. Hab schon viel mit euch durchgemacht, muss ich sagen. Bisher immer alles wurde super geliefert. Also der Handwerker hat sich ja in dem Fall auch gekümmert um die ganze, um die komplette Logistik. Das ist ja oft ein Thema. Ich suche hier nur noch aus. Der Handwerker kann ja abholen. Wie kann ich denn bezahlen? Ihr habt die EC-Karte? Die gibt es ja bald nicht mehr. Nein, da gibt es eine Kreditkarte. Aber Bares ist Wahres. Ah, ist das so? Immer noch? Ja, wir haben sehr viele Kunden, die bar bezahlen und mit der Überweisung. Überweisung. Ich kriege eine Rechnung, bezahle ich, dann kann ich die Ware abholen. Ja, genau. Okay. Und wenn ich sehr vertrauenswürdig bin, so wie ich, und immer pünktlich zahle, dann kriege ich die Ware auf Rechnung. Genau. Ja. So, das war ein Insider übrigens, ja. So, dann vielen Dank fürs Einschalten. Outlet Center in Wattgassen, hätte ich fast gesagt. Nein, das Fliesen-Outlet in Rehlingen, für die arbeite ich ja auch stark, fürs Outlet Center. Outlet Center Wattgassen. Ich weiß noch, den Spot kennst. Ja. Von mir. Ja. Und da könnt ihr gerne mal hinkommen. Wir haben heute
dem wievielten haben wir? 18? 18. 18. Oktober 2022 19. und Sonntag? 19. ist doch egal. Und der Sonntag ist? 30. Also, 30.10.2022. Ich wiederhole es nochmal. 30.10.2022 ab 13 oder wann? Ab 12 Uhr. Ab 12 Uhr bis um? 17 Uhr. 17 Uhr, also von 12 bis 17 Uhr. Verkaufsoffener Sonntag, es gibt echt Würstchen? Ja, man mache Würstchen oder Bierchen, weil die Männer, während die Frauen gucken, da trinken die Männer gerne Bierchen oder essen Würstchen und gehört dazu. Echt die gleichen Tricks wie beim Globus? Ja. Nee, bei uns kostet die Würstchen nichts. Achso, Globus ein Euro. Nee, Euro ist ja auch nicht mehr im Globus, oder? Kostet es 1,50 Euro. Ja, ist alles teurer geworden. Ich war schon ewig nicht mehr im Globus. So, Abverkauf, super Sonderpreis. Was ist das hier für eine Fliese? Das ist eine 90x90 Feinsteinzeug durchgefärbt, also gefärbter Scherben, ne? Und eine Glasur, Abrieb 4 und das ist eine R10. Mhm. Okay, danke. Tschüss.